In den 3D-Karten von Excel können nicht nur Bing Maps abgerufen werden, sondern man kann auch eigenes Bildmaterial als Kartengrundlage nehmen und dann Daten, Zeitverläufe darauf als zum Beispiel Filmchen visualisieren. Hier geht es erstmal um Überblick, was dann in den nächsten Videos passiert. So, ich nutze hier Excel 2016. Power Map, also die Möglichkeit, Daten in Karten darzustellen, gab es schon ab Excel 2013 mit diversen Add-ins. Und ja, hier haben zwei Leute sich entschieden, Fitnessarmband zu tragen. Und hier haben wir den Puls, stündliche Pulsdaten. Und ich habe gleichzeitig vielleicht noch vom Handy oder so die Geodaten, vielleicht Koordinaten, GPS-Daten, da hier mal einfach X- und Y-Werte. So, ich weiß, wo die Leute sich befunden haben. Ich habe hier eine Karte, einen Gebäudeplan, vielleicht mit Visio erstellt, ne? Eingangstür, Küche, Computer, Fitnessraum, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Dusche. Ja, und jetzt können wir uns mal angucken, vielleicht, wechseln wir zu OneNote, einen kleinen Film. Wo haben sich die Leute zu welcher Uhrzeit befunden? So, ich starte das Ding mal. So, oben links hat man die Uhrzeit gesehen. Oben links war die Uhrzeit. Ich wechsle auch mal hier zum Tool für die 3D-Karten. Wir haben hier die Möglichkeit, das Kartenmaterial, Bildmaterial, das könnten Fußballfeld, Handballfeld, Basketballfeld sein, das könnte ein eigener Gebäudeplan sein oder irgendwas anderes, ein Spielbrett. Und da kann ich natürlich mit X-Koordinaten hier von links nach rechts und mit Y-Koordinaten von oben nach unten, kann ich Karten, Datenmaterial hier visualisieren, kann daraus ein Filmchen drehen, kann hieraus so eine Tour erstellen, die ich mir hier wiedergeben lasse in, Moment, ich drücke mal abbrechen, in den 3D-Karten. Dafür brauche ich lediglich hier die Daten, die ich habe, in einer Tabelle, in einer Liste, die als Tabelle formatiert ist. Ich brauche natürlich mein 3D-Tool hier, mein passendes Excel, wo 3D-Karten verfügbar sind. Und dann habe ich die Möglichkeit, die Daten meiner Tabelle hier zu identifizieren. Das sind Werte, die sollen je intensiver, ja, umso intensiver, je röter dargestellt werden. Oder das hier sind meine Geodaten, das hier sind meine Zeitdaten. Ich könnte sogar vielleicht so Bewegungsprofile erstellen. Wo haben sich die Leute zu welcher Zeit befunden oder wo haben die sich am meisten befunden, wo gab es die intensivsten Werte vielleicht. Also eine tolle Möglichkeit hier durch sein Kartenmaterial zu gehen. Diese Karten kann man natürlich auch noch ein bisschen anders darstellen, wie das Ganze funktioniert, wie die Daten auszusehen haben, wie man diese Karte hier anlegt, mit geografischen Informationen versorgt, wie man daraus dann ein Filmchen dreht. Das soll Thema der nächsten Videos sein. Leider, Excel 2010 zum Beispiel, ja, gibt es die Möglichkeit hier noch nicht. Aber wir gucken uns ja hier auch neue Technologien an. Ich freue mich auf die Reihe. Ja, bin gespannt auf euer Feedback zu den kommenden Tutorials.